Ich hatte letztens Hunger und wo kann dieser besser gestillt werden als in Berlin? Also, ab in den Zug. So, wir sind hier im Zug, erste Klasse. Das erste Bierchen wurde geholt, das helle ist schon weg. Werner, was sagst du dazu? Also Zugfahren macht schon Spaß. Aber was ist denn passiert mit dem Glas, dass da noch was kaputt gegangen ist? Das erste Glas ist in 1000 Teile zerfallen. Ich wusste auch nicht, ich weiß nicht genau, wie das passiert ist. Na dann, Digga, Prost. Ja, Bier würde ich schon eine 10 von 10 geben. Hier sind wir. Zimmer. Schnelldurchlauf. Eingang. Jacken aufhängen, Schuhe aufhängen. Schuhe anziehen, dies, das. Bad. Moin, moin. Dusche. Stabil. Klo. Moin, moin. Glotze. Bett. Moin, moin. Aussicht. Moin, moin. Aussicht. Oh mein Gott, nein. Oh, fast wäre es runtergefallen. Alter, hätte ich da jetzt keinen Bock, Mann. Gerade angekommen, ey. Oh. Aussicht. Arsch. Erster Stock. Egal, lohnt sich. Cooles Zimmer, Real Talk. Ich geh kacken. Wir sind doch da. Genau da. Genau da. Ja, und da ist der Wer da. Wir sind hier bei Goldies. Wir sind am Kurfürstendamm, am Kuhdamm. Krasse Hut und wir gehen rein in Goldies. Double Cheeseburger. The Double Cheeseburger. Mm. Kruste, geisteskrank. Käse ist einfach so ein Scheibenkäse, aber mehr braucht es nicht. Und der Burger zerfällt. Ja, ich finde es schon sehr gut. Aber ich habe nichts anderes erwartet eigentlich, weil alle sagen, dass es so klasse ist. Ich würde ihm trotzdem nur eine 9,5, vielleicht eine 9 geben. Und schon American Burger Bar in München 10 von 10. Und der ist halt jetzt ja eine 9 von 10 Bittchen geben. Hier gibt es schön Fries. Hier ist noch die Haut von den Kartoffeln. Crunchy, dünn, frisch. Sehr klasse Pommes. Auch 9 von 10. In diesem Sinne, Mahlzeit mit Trüffel Mayo. Oh, ein bisschen crazy hier. Da geht's ein bisschen runter. So, Werner, unser Foodtester. Wir sind hier jetzt im Carpaccio. Okay, auf geht's. Wir sind hier bei den Trüffelsalat. Was ist das für ein Salat? Das ist ein Trüffelsalat. Ein Trüffelsalat? Ist es mit Spinat oder wie? Ja, Mann, Digga, der ist krass. Da noch die Kombi. Da kommt noch was. Wow. Das ist die Gelbschwanzbakterie in der Peruvian Salsa. Und dann haben wir einmal Nasi Gomei. Das ist die Aubergine in Sesamdressing. Danke. Ja, das ist krass. Ich hab doch gesagt. Lass mal rein. Was ist da noch drin? Tempura Garnelen. Der Drink 17 Euro. Ein bisschen krass. Das ist krass, aber 17 Euro. Das ist ein Pina Colada. Der ist durchsichtig. Salat dazu, Carpaccio dazu. Carpaccio. Das ist geil. Das ist mit dieser Lemon Chili. Ja. Oh. Ich kann das nicht nehmen. Es geht nicht. Nimm anderes. Goated mit Lemon Chili. Fisch mit Lemon Chili ist krass. Das hier? Aubergine. Ah, Aubergine. Es schmeckt so smoky. Ja, okay, für Aubergine ist aber gut. Ja. Das ist aber die Vorspeise, Brett. Was passiert? Hier sind auf einmal 10 Vorspeisen gekommen, Bruder. Der ganze Tisch ist voll. Was ist das? Ja, mach es. Das ist mit Grünfisch, gell? Mach es. Verrückt. Ja, schau, die kann man wenigstens mit der Hand essen, ne? Hier ist noch Octopus, die by the way gekommen. Das ist. Hier ist das 10 von 10, Bruder. Black Hot Reis, Sudo-Nudeln, Chicken Teriyaki, Rind, Beilagensalat. Achtung, Zündung, wir gehen rein. Es ist hart und hart. Das ist vorbei. Mit was der mariniert ist, Digga, das ist vorbei. Das ist geisteskrank. Fleisch. Ich weiß gar nicht mehr, was es für Fleisch war. Es ist halt zart, genauso wie man es erwartet. Das ist perfekt. Probier mal die Nudeln. Das geht nicht. Gute Einwurf. Wow. Also wow. Wirklich wow. Guten Morgen. Wir haben den nächsten Tag. Wir sind hier im Gym. Das Gym ist echt, naja. Hier kannst du ein bisschen was machen mit Kabeln. Gewicht bis 10er. Hier ist meine Jacke, Laufband. Zwei Fahrräder, jo. Rudern. Und nochmal hier so ein Stepper. Aber mit der View ist eigentlich cool. Aus dem 9. Stock aus, sehr schön. Das ist Berlin, wa? Dünnes Berlin. Und da hat sich hier noch die Spree. Wunderschön. Ach so, das sind die Herbstblätter. Das sah ein bisschen aus wie ein bisschen Kaka. Right, da ist das Brandy. Aber wir fahren zu Brandy. Echt? Ja. Brandy. Grün, ja. Ah! Tesla! Foodspot und Foodspot, Digga, hier ist ja alles, Bruder.
Schnitzeri, alles da, Söhner, stark. Wir waren jetzt bei Schnitzeri, haben uns hier ein Schnitzeri geholt. Hier ist Mac and Cheese, Schnitzel, Krautsalat. Mac and Cheese mit Chicken in Kreuzberg. Okay, es schmeckt halt dirty, aber es schmeckt krass. Es ist nicht dirty, geiles Food. Die Kombi ist krass. Und die Nudeln sind auch echt gut mit der Soße, Bruder. Das schmeckt schon geisternd. Das ist so crispy. Schau euch das an. Mal noch 10, oder? Ich hab schon die Soße und so probiert, ist schon krass. Aber mit dem Chicken und mit den Nudeln, Bro, das ist schon verrückt. Ja. Also ich sag ehrlich. Ist schon geil. Schmeckt schon krass. Halt die Fresse! Damn, Dog. Und da gibt's jetzt einen frittierten Spieß. Ein Mozzarella-Stick. Ja. Schmeckt das? Zeig mal. Das Käse? Boah, Bruder. Aber dann müsst ihr ja. Damn Dog bei Damn Dog bestellt. Wir haben pinke Handschuhe. Alter, schaut das an, das Brot. Kleiner Overload. Mahlzeit. Das ist fast so wie der Burger. Junge, er hat sich diese fette Schnitzel-Ding gegönnt. Jetzt noch das. Ja, wenn schon, Bro. Das Brot alleine, Bro, ist so weich. Hier kann man sich schmecken lassen. Bisschen oben. Hier befinden wir uns. Das sieht so ratlos aus. Bohnen, Chili-Fäden, Mais. Das ist so ein Overload, da ist alles drin. Krass. Versagertrank. Ist ein Damn Dog. Damn Dog. Perfekt, Bruder. Perfekto. Nachdem wir es uns in einer Hotelbar mit Piano-Begleitung gut gehen lassen haben, ging es für uns zu einem der gehyptesten Foodspots zurzeit in Berlin. Munchies! Fried Chicken und ein Smashy. Ja, es gab ein Smashy, Nashville Hot Chicken und Patty Melt und Tacos. Hier gibt's Fußball und was gibt's hier noch? Ein paar Munchies. Mach mal auf ein paar Munchies mit den Gönnergies. Nur eine Sorte von Gönnergy. Ihr schmeißt die Molotow-Kopf. Wie schaut's aus? Was ist hier? Mild. Hier ist einer, Nashville Hot Chicken, Jungs. Krass. Gib mir mal mein Essen, bitte. Was hast du? Taco. Save das. Denkst du? Mach mal auf. Ah, das ist der Bergi. Alter, Bruder. Mach mal auf. Ja, ich probier. Oha, das sind diese Joggers. Alter, Bruder, krass. Keiner das für dich. Mega kranke Scheiße. Mega. Gib mal das. Was ist das? Ah, das braucht man. Boah, Nashville Hot Chicken. Boah. Ja. Mach mal auf. Ey, das ist ungeil, oder? Boah, mit Coleslaw drin. Sag mal, die Tacos. Im Tesla mit Fusi Tacos, Bruder. Birria Tacos. Einen muss ich kurz probieren. Probier mal. Ei, caramba. Boah, krass. Krass? Mhm, sehr gut, ja. Birria Tacos mit Birria Soße. Im Birria mit Beef, oder? Was ist Birria? Keine Ahnung, Birria halt. Und dazu noch ein bisschen La Cassette im Hintergrund. Gänsehaut. Ja, Bruder, das ist schon krass. Ja? Das ist eine Manche, was ist das für ein Dip? Guacamole. So mäßig, ja. Schau mal hier. Käse, Bruder, alles am Start. Sieht man das? Oh ja, das ist mal krass. Bruder. Also ein bisschen dirty, aber schmeckt gut. Warte, du hast die Ding hier schon probiert? Warte, ich hab hier was. Eine Krokette. Die Wix-Kretten. Gib mal her. Weil der Tesla hat sich zugemacht. Mit Crunch. Weil der Tesla hat sich zugemacht, ja. Egal. 0-0 noch, cringe. Boah, das sieht auch sexy den, aus. Den Burgie mit Oklahomas, Oklahoma irgendwas. Boah, das sieht auch sexy aus. Beiß mal rein. Mit Martin's Potato Bun, Bruder. Er ist halt so weich, ne? Wie mit Zwiebeln, Bruder. Im Vergleich zu Goldies? Hier noch Gurke. Aber es fehlt, Bruder, Ketchup. Ketchup? Ja, vermiss ich. Vermisst ihr? Aber ist, also Bruder. Der verschwindet im Mund. Das ist halt krass bei diesem Brot. Und das Highlight, der Nashville Hard Chicken. Mild. Wow. Wir haben nicht mal Milch hier mitgenommen. Das schaut ein bisschen crazy aus. Alter, was ein Sandwich, Bruder. Nein, mit Chicken drin. Mit Chicken, mit Gurken, mit Coleslaw. Hier ist alles drin. Junge, und das rein. Heißt Nashville Chicken. Was denkst du? Und rein. Und das ist ein Milchbrötchen. Mahlzeit. Nächster Tag, ich bin hier am Ruder, Digga. Mit dieser Aussicht, Junge. Super Ruder. Oder Werner? Ja. 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 Wir rudern. Und rudern. Und rudern. Krass. Okay, ich muss mal das Handy weglegen und wieder mit zwei Ärmeln hier rudern.
bestellen, wir sind beim Rührab. Jawohl. Was gibt es mit dem Kollegen da unten? Was gibt es hier? Rührabteller, Kebabteller, Gemüsekebab, Kebab-Baguette, Falafel-Dönerbrot, Halloumi-Dönerbrot und Dürüm. Und die Stange ist ein bisschen gottlos. Das ist für... Den haben wir schon abgefilmt. Nee, schon abgefilmt. Aber das nicht. Das habt ihr nicht abgefilmt. Das ist was für eine Moretti, das kann man denken. Und wir gehen direkt rein, ohne viel Zögern. Ja, Gemüse, Fleisch, Ziegenkäse. Der riecht so limettig. Was ist denn das für eine Reaction, Digga? Das ist Döner. Also ich kann jetzt nicht erwarten, dass so ist er nicht, aber schmeckt gut. Aber vergleich das Ganze mal in Richtung Traumpizza. Nee, ich vergleiche das Ganze mal in Richtung Ferhat. Und Ferhat ist trotzdem besser. Krass. Beste Unterschied. Gott, war alles rausgefallen. Egal. Die Soße ist geil. Die Soße holt hier raus, aber Fleisch an sich geht. Erster Eindruck ist in Ordnung. Nach Rührab ging es für uns direkt zum nächsten Spot. Das gehypteste Chicken der Stadt. City Chicken. Mach ihn auf. City Chicken, Bruder. Bruder. Pommes Sense mit der Knobi. Ich bin doch mal das Chicken probiert. Ich bin so, du siehst das hier an, oder? Nein, ich kann das nicht denken, Bro. So, aber mit der Haut. Boah, nur das Haut, die Haut dann, bitte. Ja, es ist halt wie beim Hedel. Das hat schon Geist dran. Ja, schon wie beim Hedel Heinrich. Ja, das heißt, wir halt bald sehen. Ja, ne? Ist schon okay. Kann man denken, jetzt noch Bladenbrot, mit Hummus, dazu noch Chicken. So, es ist was passiert. Wir haben hier was bestellt. Aufs Hotel, ein San Sebastian Lotus Edition. Es geht los. Mit Lotus. Ist geistig in der San Sebastian? Ja. Schon krass. Ist geistig. Kriegt. Also ist schon 9 auf 10. Ist schon sehr krass. Stopp, Daumen hoch. Ey, hier ist noch was passiert. Ich habe hier irgendwie noch einen Dubai Shock Cookie bekommen. Ich breche ihn jetzt ein bisschen auf und gehe rein. Zu schokoladig, aber crunchy mit Dubai Schokolade. Ja, Reinfall. 6 auf 10. Leider.